Wir am Evangelischen Lichtenstein-Gymnasium in Sachsenheim starten unsere Woche am Montagmorgen immer mit einem Morgenkreis, wo wir 10 Minuten was Schönes zusammen machen, um einfach gut in die Woche zu starten. Wenn wir in die 8. Klasse kommen, haben wir die Wahl zwischen 4 Profilfächern. Einmal Ökonomie, Musik, IMP, das ist Informatik, Mathe, Physik, und NWT, Naturwissenschaft, Technik, und da befinden wir uns jetzt halt gerade. Ja, wir wollen als Schule die Grenze zwischen Schule und Leben niederreißen und so viel Leben wie möglich in die Schule holen. Wir durften in der 8. Klasse für eine Woche hier ein Diakoniepraktikum machen. Das ging von Kindergarten bis Behindertenwerkstatt oder auch Altersheim. Besonders gut gefallen hat mir, dass hier diese Leute sehr offen sind, sind eigentlich immer glücklich. Man freut sich einfach, jeden Tag hinzukommen. Die Schülerinnen und Schüler kommen anders zurück, als sie dorthin gehen. Stolz auch, dass sie Situationen bewältigt haben, die ihnen vielleicht im Leben vorher noch nie so begegnet sind. Das Fach Lernorganisation haben die Fünftklässler einmal in der Woche. Das ist ein Fach, in dem lernen wir, wie man nicht so viel Stress in der Schule hat. Ich glaube, es ist ganz stark wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen neue Impulse in die Schule bringen. Und auf der anderen Seite, dass die Schüler einfach eine Lust haben, auch zum Lernen. Die Erweiterung des Horizontes, das ist Bildung.